Game Boy Advance Kalender. Game Boy Advance Kalender. 5, 4, 3, 2, 1. Thunderbirds are go. International Rescue, calling International Rescue. Yep, ich habe ja vor Urzeiten schon mal ein Video über das Amiga-Spiel Thunderbirds gemacht und in diesem auch gestanden, dass ich ein Fan der gleichnamigen Marionetten-Action-Serie aus den 60ern bin. Ebenso bin ich ein Fan der neueren Animationsserie, die den Stil des Originals sehr würdig auffrischt und um soliden, nicht allzu cringy Humor erweitert. Verstehe gar nicht, wieso die so unbekannt ist. Mein Tipp für die Feiertage in Quarantäne, schaut euch Thunderbirds Are Go an. Diese eine... komische Realverfilmung hat es ansonsten nie gegeben, klar? Jedenfalls handelt es sich bei den Thunderbirds um eine in naher Zukunft international operierende geheime Eingreiftruppe, die in Not geratene Menschen rettet. Die Truppe besteht aus dem Ex-Astronauten Jeff Tracy, dessen 5 Söhnen Scott, Virgil, Alan, Gordon und John, dem Ingenieur Brains, sowie der britischen Geheimagentin Lady Penelope und ihrem Fahrer, dem Ex-Ganoven Parker. Jeder der Söhne ist zuständig für einen der 5 Thunderbirds. Scott ist mit der Interterrestrialrakete Thunderbird 1 dafür zuständig, als erster am Ort des Geschehens zu sein und den Einsatz zu planen. Virgil fliegt den Transporter Thunderbird 2 und bringt die entsprechende Maschinerie an den Zielort. Thunderbird 3, geflogen von Alan, ist eine Weltraumrakete für Einsätze im Weltall, während der Meeresbiologe Gordon mit Thunderbird 4 ein U-Boot steuert. Das Ganze wird innerhalb der Raumstation Thunderbird 5 von John überwacht. Und jetzt gab es also für den Game Boy Advance eine Umsetzung des Stoffes in Form von Nein, nicht dieses Spiel, Herrgott, mach das weg! Hier ist es, Thunderbirds International Rescue. In International Rescue spielt man 8 Missionen, die wiederum in mehrere einzelne Abschnitte unterteilt sind. In der Regel geht es darum, irgendwas vor dem Fiesling The Hood zu retten, sich vor den Intrigen des Fieslings The Hood zu schützen oder dem Fiesling The Hood sonst wie das Handwerk zu legen. Manche Sequenzen sind im Stil eines Shoot'em abgehalten. Man steuert in eine Richtung und muss entgegenkommende Gegner abknallen. Das sind vor allem die Missionen mit Thunderbird 1 und dem Boot. Andere Sequenzen laufen in der Top-Down-Perspektive, etwa die Momente, in denen man mit Thunderbird 2 Rettungsmissionen fliegt. Einige Szenen sind am ehesten mit einem Labyrinthspiel vergleichbar. Man kann sich in alle Richtungen bewegen, um bestimmte Punkte zu finden. Und dann wiederum gibt es auch einige wenige Side-Scroller-Missionen. Und vorab das Urteil in aller Kürze, spielerisch ist es vollkommen okay, es ist auch kein wirklich schwieriges Spiel. Die größte Schwierigkeit ist manchmal die, dass man nicht weiß, was man tun muss, während man gegen ein Zeitlimit kämpft. Auch grafisch ist es ganz gut gelungen, nur manchmal hätten sie etwas bessere Charakterporträts nutzen können. Soundtechnisch ist es immerhin Mittelklasse. Die Musik wechselt zu selten und nervt daher sehr schnell, während das ständige in jedem Level gleiche Schussgeräusch sogar noch schneller auf den Zeiger gehen kann. Bevor ich jetzt aber zu meiner wirklichen Kritik komme, will ich betonen, von den beiden Thunderbird-Spielen für den Game Boy Advance ist es das Bessere. Allerdings hatte ich auch vor einigen Jahren mal eine nässende Schuppenflechte in der Kniekehle und die hat auch mehr Spaß gemacht als dieses Was ist das eigentlich? Meine größte Kritik ist, dass es kein Thunderbird-Spiel ist. In der Serie wurde nahezu nie geballert, der Fokus lag immer auf der Rettung. Eine Maschine hing irgendwo fest und es sitzen noch 2 Arbeiter drin. Jetzt geht es darum, das Gerät zu stabilisieren und die Leute schnellstmöglich da rauszubekommen. Im Spiel ist jede Mission einfach nur ballern, ballern, ballern. Selbst die Rettungsmissionen. Sie haben das mit dem Zeitdruck korrekt übernommen. Jede Folge war immer ein Kampf gegen die Zeit, verbunden mit einer Rettung in letzter Sekunde. Dann fehlt aber komplett der Kontext, was in der mangelnden Zeit zu tun ist. Es ging nie darum, möglichst schnell möglichst viele Dinge einer Sache abzuschießen. Es ging immer um Kreativität und manchmal um Improvisation. Natürlich liegt es nahe, dass man aus einer Serie mit abgefahrenen Science-Fiction-Raumfahrzeugen einen Shooter macht, aber mit dem eigentlichen Quellmaterial hat das dann halt nichts mehr zu tun. Und das ist dann doch ein wenig schade. Ansonsten stört mich auch, wie langsam sich Thunderbird 1 zu bewegen scheint. Thunderbird 1 wurde deswegen vorausgeschickt, weil es auf der Erde das schnellste der verfügbaren Vehikel war. Und hier sehen Sie eine superschnelle Langstreckenrakete, deren Pilot sich offenbar gerade ein Sandwich streicht. In Summe also leider Thema verfehlt. Dennoch ein spaßiges, nicht allzu hartes Spiel, das man sich ruhig mal geben kann. Im Gegensatz zu...